Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Episode Dragon Age Inquisition. Liebe Leute, wir befinden uns in den Westgraten. Ist das so richtig? Jawohl. Ich glaube, da hat schon ein Auge auf uns geworfen, ha? Die kleine Hyäne da unten. Ende letzter Episode, liebe Leute, haben wir da Okularium verwendet. Und haben die Scherben da entdeckt. War da oben nicht eine? Ja, da oben war eine, da gehen wir jetzt gleich rüber. Die holen wir uns natürlich. Schön krülpst, sehr gut. So. Da waren wir ja letzte Episode auch schon, da haben wir uns gefragt, warum können wir denn das da reparieren, ne? Das hat ja der Solus gemacht. Dann da drüben gibt es auch gleich eine. Danke! Da oben. Nee, ich habe jetzt keine Lust. Ich habe keine Lust jetzt mit denen. Okay. Okay, ich wusste nicht anders. Ich habe es gesehen. Auf Nimmerwiedersehen! Auf Nimmerwiedersehen. Das hast du davon, wenn du mit uns anlegst. Ist der stecken geblieben oder? Nee. Nee, jetzt hat er uns. Hyänenzähne, ja gut. Aha. Aha. Hä? Wo bist du? Ah, die ist da oben. Kommen, glaube ich, da drüben hoch, oder? Varric schon wieder. Tarnmodus. So, jetzt wart's mal, gell? Ach, nächstes ist schon wieder so irgendwie was, wo man. Oh! Solas, komm mal hoch da, ha? Ich brauche deine Macht. Ah, ich spür das, Leute. Ich spür das. Okay, jetzt gehen wir da rüber und holen uns. Und holen uns da diese Scherbe. Was ist denn das? Lasurit? Das nehmen wir mit. Ah, es juckt, es juckt. Okay, wo ist der nächste? Das Lager haben wir schon aufgeschlagen. Da, zu der Sehenswürdigkeit kommen wir nicht. Die ist nämlich hinter der Tür, die verschlossen ist. Dann ist da noch die Scherbe. Schlucht der verlorenen Quelle. Ja. Ah, da unten ist so Holzdingsbums. Oder so ein Holzschlag. Oder wie nennt man das? Holzschlagposition. Oh. Oh, die ist ja bei uns am Lager. Ja, das habe ich gar nicht gesehen. Todeswurzel. Komisch. Das ist nur eine Todeswurzel. Die nehme ich mit. Die brauche ich für irgendwas. Na, alles gut? Ja, ich muss ja da hin. Na gut, dann holen wir uns halt. Ach so. Hey, wie komme ich denn da hin? Na, es wird schon irgendwie gehen. Da muss ich dann durch die Höhle wahrscheinlich. Ist wieder. Ah, ich nehme es mit, ich nehme es mit. Nimm's mit. Hä? Hä? Wollen wir da jetzt eigentlich schon in jeder Höhle drin? Da ist sie nicht weitergegangen.
Da ist nicht weitergegangen. Ja. Rosi? Daisy? Ich glaube, die haben gerade gequietscht, aber ich bin mir nicht sicher. Ein kleines Meerschweinchen. So. Ich geh jetzt da mal rein. Ich weiß, ich bin da reingegangen, das war ja das, was wir mit der Magie vom Solas da aufgemacht haben. Aber ob ich jetzt dann da schon drinnen war? Das weiß ich jetzt gar nicht. Nee, schaut mal, das ist noch rotes Lyrium. Das sind dann wohl die Besitzer dieser Karren. Wow, zum Glück haben wir jetzt nur erinnert. Gulbad, der Name passt sehr gut. Ach, scheiß drauf. Mosaik! 1 von 12. Zerstören. Ich nehme da jetzt mal alles mit. Das ist nur auch so eine kleine Höhle, da geht's gar nichts mehr hin. Oh Mann, ich bin wirklich froh, dass ich mich da jetzt erinnert habe. Kann ich da nur was zerstören? Nee. Das sind die Truhen, aber die kann ich nicht looten. Louis, es will, dass die Templer alles bekommen, was sie wollen, ohne Fragen. Also stellt keine. Sie wollen Flüchtlinge und Reisende und wir besorgen sie, Marius. Aha. Ja, die wollen die halt, ne, damit es da irgendwie... Wow, was ist denn das für komisches Teil, damit sie dann so die roten Templer irgendwie bauen können oder so? Also konvertieren können, oder wie nennt man das? Wie komme ich denn da hoch? Kunari-Klinge. Da muss ich irgendwas da erkennen, oder? Oder ist einfach nur so ein Ding, mit dem man... Nee, das ist so ein Kabel. Das ist ein Stromdings. Ein Generator oder so. Ja, oh mein Gott, jetzt erkenne ich das erst. Da liegt ja, wer schaut's? Die besorgen die Menschen und die verwandeln die dann in... Oder versuchen... sie zu Rote Templer zu verwandeln. Dann muss doch da irgendwie raufkämen, oder? Wahrscheinlich, da ist eh gar nichts oben. Okay. Na, interessant, ne? Interessante Geschichte auf jeden Fall. Was da in den Westgraten abgeht. Aber das ist halt wirklich nur so eine kleine Höhle. Da drüben waren wir übrigens auch noch nicht in der anderen. Glaube ich. Weil mich hat jetzt mal kurz zu der Scherbe, ne? Durch die vergessene Mine. Man hat da voll das rote Lyrium surren. Aber das haben wir ja auch schon zerstört. Und Mist, wir hätten unsere Tränke auffüllen können, wie wir bei unserem Lager vorbeigelaufen sind. Auf das habe ich jetzt gar nicht geschaut.
Ja gut, jetzt sind wir wieder da. Ach ne Scheiße, das ist halt da drinnen. Aber da mag ich jetzt noch nicht rein. Draußen in der Wüste gibt es einige Symbole der Kirche, die irgendwo hinzuführen scheinen. Gut, dann machen wir das erst. Leute, wir haben da jetzt ein... Einer weniger. Wo ist denn die jetzt herkommen, verdammt? Jetzt haben wir meine Verstohlenheit aufgebraucht. Nimm das! Ich hab da so einen Venatori-Zauberer gehört. Der hat seine Sprüche da. Aber das ist ja gar kein Zauberer. Ey! Erst einmal looten. Ich liebe es. Forschungsvorräte? Bring Fredericks Vorräte zurück. Aha. Assassinenwaffe. Untersuchen. Die Spur führt weiter. Auf den Spuren der Kirche. Schaut auf jeden Fall interessant aus, ne? Wo geht's denn? Wo führen uns die Spuren denn hin? Darüber. Aber die sind eigentlich auch interessant. Was gibt's denn da unten? Erinnerungen? Urtümliches Lyrium? Was sind das für Gedonnere? Hör auf da. Ich muss sagen, das interessiert mich gerade mehr. Und da können wir das zweite Lager aufbauen. Ist ja auch nicht schlecht. Und unsere Tränke können wir dann auch gleich auffüllen. Wo? Wo, 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 wo? Wir kämpfen mit ihm, oder? Sag, dass wir mit ihm kämpfen, Boss! Ah, da vorne! Oh Mist, die haben... halt voll verpasst. Schade, schade, schade. Irgendwann müssten wir auf jeden Fall gegen die kämpfen. Aber nicht jetzt, Varric. Gedulde dich noch. Mhm. Ach, ist es nicht der Anfang? Da kommen wir doch zum Anfang dann. Ach schön, da können wir doch in die andere Mine jetzt rein. Der Anfang. Ja, ja, ja. Nice. Okay, dann schauen wir mal da oben. Wieso komme ich da überhaupt rein? Ein Steinbruch. Den brauche ich hier für irgendwas. Ja. Jetzt kann ich in unserer Himmelsfeste so einen außergewöhnlichen Turm bauen. Varric! 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 Ei! Ei! Unsere Herrin in Anderfels. Todeswurzel. Ach gut, okay, dann haben wir das auch erledigt. Oh, das ist eine Sehenswürdigkeit, die habe ich verpasst. Oh, da oben? Na, ja, schauen wir mal.
Hä, wie kommt man denn da hoch? Wohin? Oh, Elfenwurzel. Oh, da unten ist wieder so ein Holzding. Den Hof können wir auch bald verbessern. Nochmal eine Elfenwurzel. Aber dann habe ich halt alle Elfenwurzel verbraucht, ne? Und die brauche ich auch für meine Tränke. Das heißt, ich werde jetzt die noch kurz aufsammeln. Damit wir dann auch ein bisschen Reserve haben. Schwemmbach. Wow, okay, ganz viel Spindelkraut. Das ist eine Höhle. Oh nein, was ist mit dir passiert? Was war da jetzt? Oh. Jeanette, seid vorsichtig, wenn ihr die Ausrüstung von der Universität zurückbringt. Marcus hat gefährlich aussehende Personen bei den Höhlen in der Nähe der Straße gesehen. Banditen, Briganten oder ähnliche Kreaturen von niedriger Intelligenz. Ich weiß nicht, was sie mit uns oder unserem Forschungsmaterial anfangen sollten, aber Vorsicht ist besser als Nachsicht. Frederick. Naja, Frederick. Ich glaube, das war's, ne? Hm. Da oben ist dann auch noch eine Sehenswürdigkeit, oder ist die da eben? Ah, noch was? Oh! Einfach einmal ans Hoch. Hoch, hoch, hoch. Abkürzung. Kann ich euch eine Leiter bringen, um euch loszuwerden? Okay, aber natürlich, liebe Leute, schauen wir uns jetzt erst einmal in der Höhle da um. Mal speichern. Oi. Spider-Man! Einer weniger. Da wird schon ein Mosaikteil entdeckt. Gar kein Loot, okay, schade. Zwei. Von zwölf. Ich glaube, wir haben noch gar kein Dings fertig gemacht, oder? Kein Mosaikgemälde da. Ich glaube, bei... Was ist das? Was ist das so da? Ah, das ist wieder so ein Viech. Ich glaube, bei einem so einem Mosaikgemälde, da fehlt uns nimmer viel. Aber trotzdem haben wir es nicht fertig gemacht. Verblasstes Tagebuch. Wir wissen, dass sie hier waren. Sie haben überall diese schrecklichen Statuen von Andraste aufgestellt. Heimlich geht anders. Wir wissen, dass sie eine Methode gefunden haben, die Besänftigung rückgängig zu machen. Aber bis jetzt haben wir nichts entdeckt, das uns Einzelheiten darüber verraten hätte. Ich hasse diese Statue. Sie grinst mich ständig so höhnisch an. Die da? Hey, ganz ehrlich, schaut mal, was da umherliegt. So ein riesengroßes, fettes, geiles Buch und da so Schriftrollen. Und was ließ ich? Das kleinste Pergament, was da liegt. Das ist für mich von Interesse. Sehr unrealistisch. Okay. Na gut, dann habe ich halt da jetzt alles gelootet. Das war jetzt für die Sehenswürdigkeit. Okay. Ja, dann gehen wir wieder raus.
Das sind nur Tiefenpilze, aber ich glaube, da habe ich gerade genug. Die brauche ich für die Mana-Tränke. Ich glaube nicht, dass ich da durchgehen kann. Das schaut sehr tief aus. Nee, das glaube ich nicht. Dann würde ich sagen, klettern wir mal hoch. Also ich muss sagen, das Gebiet gefällt mir wirklich viel besser wie das Oasendings. Das. Ne, Moment mal. Kann ich da runterrutschen auf meinem Hintern? Oder komm ich halt nicht mehr hoch? Aber eigentlich muss ich da wieder hochkommen, es geht ja gar nicht. Nice. Also zum Glück habe ich das noch gesehen. Naja. Hat sie ausgezahlt, ne? Muss ich schon sagen. Ja. Hab die meine Bergschuhe anziehen sollen da? Nicht. Bitte lass mich da hoch. Ich mag jetzt nicht wieder. Jump! Wie habt ihr das jetzt geschafft? Oh Gott. Machen wir den Riss. Und irgendwo in die Richtung ist ja ein weiteres Lager, was wir aufbauen können. Scheiße daneben. Mann, bleib doch stehen. Mach's mir nicht so schwer. Oh. Gott, da passiert nichts. Es wäre sicher wieder irgendwas gewesen wegen dem Kirchenweg oder so. Ich habe das jetzt sicher in der falschen Reihenfolge gemacht. Elegante Notiz. Werte Herren, eure Fehler beginnen mich zu beunruhigen. Ich habe euch angewiesen, die Ausrüstung zu nehmen und die Forschungsgruppe lebend zu verlassen. Vielleicht kennt ihr den Unterschied zwischen Leben und Tod nicht? Falls so etwas noch einmal vorkommt, werde ich ihn euch im Detail demonstrieren. Service. Team. Der hat keine Chance, Mann. Flatsch, 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 flatsch. Eher nur flatsch, 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 flatsch. Ob sie... Wow! Das war
12 Obsidian, was ist das? Eine Standarte. Das ist also Alpha, oder? Na, ist nur normaler Stachelrücken. Aber ich muss in die Richtung. Oh, wer ist das? Ey, ich habe gewusst, ich habe da bei dem Lager da irgendwo einen Spazierengeh gesehen. Aber wer ist denn das? Die Banditen einfach nur? Weißkrallenräuber, ja. Das war ungünstig von dir. Wow! Na ihr? Wo geht's denn da lang? Ich soll einkaufen. Da hinten ist nur weg. Lamara-Turm. Oh, und weitere Scherben. Ja. Eins. Ach man, da muss ich wieder zurückgehen. Zwei. Drei. Und dos, drei. Na ja, gut, gehen wir vorher nach unten. Wenn wir dann nach oben gehen, dann sammeln wir die ganzen Scherben ein. Ich gehe jetzt mal zum Lager. Kämpft's, Freunde, wir gehen zum Lager. Ah, den Riss, dann nehmen wir mit. Ist der tot oder? Ja, anscheinend. Was geht denn jetzt ab? Einmal Heilrunde. Dann sind alle Tränke verbraucht, aber wir gehen jetzt zum Lager. Hä? Keine Ahnung, was da jetzt abgegangen ist. Also schön, Sir. So cool, da fuhren die zwei Gundams. Ihr wollt wissen, wie es hier wäre, wenn die Kunari das sagen hätten? Die Burg. Orlais, Ferelden. Unter dem Kuhn würde es allen besser gehen. Aber der Krieg, um das zu bewerkstelligen, der wäre hässlich. Würde viele gute Leute das Leben kosten. Deshalb hoffe ich, das wird nicht passieren. So, zufrieden? Zufrieden? Nein, ganz im Gegenteil. Ach, kommt schon. Ich hab gesagt, ich will nicht, dass wir euer Volk unterwerfen. Nein, ihr habt gesagt, die Welt wäre ein besserer Ort. Alle denkenden Kreaturen ihrer Eigenständigkeit beraubt wird. Wird das Gespräch jetzt noch gern mithören. Ihr wollt nur nicht noch mehr Blut an euren Händen haben. Okay. Also die zwei, die vertrauen sie überhaupt nicht. So richtig, ne? Der Solas drängt sie mal voll in die Opferrolle. Ne? Weil die Szenarien für die Elfen da irgendwie, keine Ahnung was. Geht's da um das vom zweiten Teil? Da haben wir die Kunaris, die Elfen quasi
auf andere Seiten gebracht, obwohl das stimmt ja auch nicht, weil die Elfen, die sind ja dort freiwillig übergelaufen zum Kuhn. Weil, opala, sorry. Weil es einer ja da irgendwie besser geht oder besser gegangen ist und so, wegen Unterdrückung und so weiter. Ne, war das nicht? Der Sol ist der, keine Ahnung. Oh, gibt's auch noch was? Und, na, der Arishok hat dann irgendwie so gemeint, ja, wer kämmer mag zum Kuhn, der kann zum Kuhn kämmer, ne? Sie nehmen alle auf. Wow, das schaut aus wie so eine knochige Hand. Ach ne, davon ist schon wieder so ein Scherbending. So. Oh, ich kann sowas abgeben. Oh, ich kann es von da aus machen. Ja, das machen wir, den Turm. Meine optische Aufwertung vorzunehmen. Magier- und Templerturm wählen zu können. Oi. Aha. Aber jetzt kann ich. Warte mal. Was ist jetzt mit der Hofaufwertung? Ach nö. 2 Steinbruch und wieder 30 Elfenwurzeln. Ach so, da wird es abbraucht. Gibt's was Neues? Inquisitor. Inquisitor. Nee, okay, ja, habe ich nichts dagegen. Alles gut. Nein. Wo ist denn das Beanspruchung? Ah, da unten, okay. Oh, es hängt. Griffenflügel-Denkmal. Was ist das? Kriege ich ein neues Pferd? Der Forscher. Besucher? Dem Erbauer sei Dank. Ich habe lange mit niemandem mehr gesprochen. Seid ihr auch hier, um die Wildnis zu beobachten? Ich denke, ich habe eure Vorräte gefunden. Ein toter Mann in der Wüste hatte das hier bei sich. Tot? Gesegnete Andraste. Was ist mit Marcus oder Jeanette? Das sind schreckliche Nachrichten. Ich bin Marcus. Frederik von Cerro, meines Zeichens führender Experte für Drakonologie in Orlais. Ich kam mit einer Expedition der Universität hierher. Aber die anderen sind alle verschwunden und unsere Arbeit ist ins Stocken geraten. Weißkrallenplünderer haben den Großteil unserer Vorräte gestohlen. Ihr werdet mir doch helfen, die Ausrüstung zurückzubekommen, oder? Irgendjemand muss schließlich für den Fortschritt der Wissenschaft eintreten. Oh, werde ich das? Ja, ich hab sie schon gefunden. Ich habe hier die Vorräte, auf die ihr gewartet habt. Nun, da ich meine Rezepte wieder habe, kann ich einen Köder brauen, dem der hohe Drache nicht widerstehen kann. Ich habe fast alles, was ich dazu brauche. Allerdings fehlen mir noch Stachelrückeninnereien und die Schwanzfeder eines Phönix. Ihr studiert Drachen? Darüber würde ich gerne mehr erfahren. Drachen sind faszinierende und weitgehend unerforschte Kreaturen, die jahrhundertelang als ausgestorben galten. Aber jetzt sind sie zurück. Die Neverana haben ihr Brut- und Nistverhalten sehr genau dokumentiert. Aber bis heute hat niemand das Jagdverhalten hoher Drachen erforscht. Solltet ihr also auf irgendwelche Gurren-Kadaver stoßen, die möglicherweise von Drachen getötet wurden, würde mich das sehr interessieren. Ja, Drachen kehren zurück und jetzt dann was wieder umbringen, ja? Erzählt mir von euch. Ich bin Professor an der Universität von Orlais. Ich habe es mir zur Aufgabe gemacht, ein Standardwerk über das Jagdverhalten von Drachen und ihresgleichen zu verfassen. Allein meine Notizen von dieser Reise füllen 20 Schriftrollen. Das ist mehr Wissen über den südlichen Waagest, als je zusammengetragen wurde. Aber ich hoffe, eines Tages einen abyssischen Hochdrachen beim Schlagen seiner Beute beobachten zu können. Das ey, ist bis dato noch da niemandem gelungen. Dauernd das Machtdings auf. Gewick jetzt, das ist ein Bug oder so.
Verzeihung! Oh Schatz, der hat aber nur eine Quest für mich. Hey! Gewiss, Durans Theorie über das Verhalten hoher Drachen ist absurd, aber... ja? Wolltet ihr mich sprechen? Ihr seid ein Scholar. Was könnt ihr mir über diese Gegend sagen? Die Westgrate sind ein bemerkenswerter Ort, wie ihr zweifellos wisst. Sie sind der Lebensraum vieler überwältigender Kreaturen. Wargests, Drachen, Phönixe. Sie gedeihen, wo kaum etwas überlebt. Das Land wurde durch die zweite Verderbnis vergiftet. Aus jener Zeit stammt auch die Wächterfestung. Vor der Verderbnis herrschte hier das Alte Reich. Vielleicht habe ich neulich deshalb einige Teveteraner gesehen. Ich denke, sie studieren die Ruinen. Ah ja. Eure Kollegen sind verschwunden und in der Gegend wimmelt es von Plünderern. Solltet ihr wirklich alleine hier draußen sein? Ich weiß nicht, was aus meinen geschätzten Kollegen geworden ist, aber Vorrat Äpfel, ich habe die Plünderer bis jetzt in Ruhe gelassen. Ich habe auch graue Wächter und Fremde mit seltsamen schwarzen Gewändern gesehen, aber auch sie scheinen mich zu ignorieren. Wir müssen unsere Unterhaltung wohl vertagen. Erstaunlich, dass ein einsamer Scholar von den Banditen und den Venatori ignoriert wird. Ey, das macht Dings. Warte mal, ich geh jetzt geschwind zum Lager zurück und du einmal rasten. Oh. Ja, da passiert auch nichts mehr, gell? Vielleicht ist dann ewig. Ah, das muss sowieso folgende Pause machen. Es gibt nichts zu berichten. Nee, ist nicht immer da. Okay. Dann machen wir jetzt eine Folgenpause. Ich werde das Spiel mal kurz nicht starten. Und dann sehen wir uns in der nächsten Episode. Bis dahin. Ciao.